präsentiert. Das beste Produkt wird sich nicht verkaufen lassen, wenn es in einer verstaubten Kiste liegt, in einem schäbigen Geschäft. Denn kein Kunde wird den Laden dann betreten. Wir sind mittlerweile in fast allen Themengebieten solide und breit aufgestellt. Unsere Fachpolitiker in den Landtagen und im Bundestag sind versierte Experten auf ihren Gebieten. Das Gleiche gilt für unsere Leute in den Städten und Kommunen. Die Parlamente sind zu unserer Arbeitsbühne geworden. Die Politik aus unserer Partei, die Politik der Basis, wird dort umgesetzt. Aber, und das hören Sie und ich immer wieder, vieles dringt nicht zu den Menschen durch. Ja, es stimmt, die großen Medien berichten meist nicht über die parlamentarische Arbeit der AfD. Das liegt zum einen sicherlich daran, dass Regierungshandeln immer interessanter ist, weil es sich unmittelbar um das Leben der Menschen auswirkt. Die Regierung kann den Lockdown durchdrücken. Wir können ihn leider nicht aufheben. Zum anderen liegt die Einseitigkeit in der Berichterstattung, aber natürlich auch in der parteipolitischen Ausrichtung der großen Medien. Wenn fast 92% der Volontäre bei der ARD linksgrün wählen, das ergab kürzlich eine Umfrage, dann kann es nicht überraschen, dass unsere Politik im Öffentlich-Rechtlichen nur äußerst selten abgebildet wird. Franz Josef Strauß warnte bereits in den 70er Jahren vor der linksgrünen Unterwanderung der Medienhäuser. Er hatte recht, und heute haben wir das erschreckende Resultat. Aber das ist nun mal das Umfeld, in dem wir Politik machen. Wir haben im Moment kein anderes. Und deswegen, liebe Freunde, müssen wir dort einsetzen, wo wir Einfluss haben, bei uns selbst. Und das bringt mich zurück zur Präsentation unserer Politik. Wir können noch so gute Politik machen, noch so gute Lösungen für die Probleme in Deutschland erarbeiten. Wir müssen auch dafür sorgen, dass wir unsere Ideen bestmöglichst präsentieren. Und dazu gehört auch, dass wir nicht durch unnötige Aktion oder zweideutige Äußerungen das Futter liefern, auf das sich unsere Gegner nur zu gerne stürzen. Liebe Freunde, wir sind eine Partei im Angriffsmodus. Wir wollen Deutschland wieder vom Kopf auf die Füße stellen und für unsere Kinder und Kindeskinder retten. Die Altparteien werden ihre Pfründe aber nicht kampflos aufgeben. Je näher wir an die nächsten Wahlen kommen, desto mehr werden sie versuchen, uns aus dem politischen Wettbewerb zu verdrängen. Die Regierungsparteien können wir nicht ändern und auch nicht deren irreguläre politische Kriegsführung. Aber wir können die gegnerischen Kräfte aufklären, deren Waffensysteme und politische Fallen erkennen und so unseren Angriff bestmöglich vorbereiten und durchführen. Wenn ich weiß, wo der Gegner seine Minenfelder gelegt hat, beispielsweise den Verfassungsschutz, dann darf ich meine Truppen da nicht fahrlässig reinfahren lassen. Wer die Schlacht gewinnen will, der darf nicht ins Minenfeld reinfahren, sondern muss diese Gefahr umgehen. Wer bewusst ins Minenfeld fährt, ist nicht geradlinig, der ist dumm. Liebe Freunde, was wir heute und hier heute machen, ist Politik im besten Sinne, Politik für Deutschland. Dafür ist die AfD da. Wie geht das? Der erste Schritt ist immer der Mut zur Wahrheit. Heißt in diesem Fall, Deutschland hat ein fundamentales Problem.
Die Rente ist nicht sicher. Unser gesamtes Sozialsystem ist nicht sicher. Schritt 2: In den Parlamentsfraktionen und Gremien unserer Partei gehen wir an die Problemlösung ran. Sozialpolitiker mit der Unterstützung von Spezialisten erarbeiten Lösungsvorschläge. Dazu kommt dann Schritt 3: Streit in der Sache, Einigkeit in der Analyse, aber Uneinigkeit beim Lösungsweg. Das ist normal in einer Partei. Das Grundgesetz nennt das politische Willensbildung. Nicht normal hingegen ist, wenn eine große Vorsitzende die eine Wahrheit verkündet, gleichsam wie Moses am Berg Sinai, diese dann als alternativlos kennzeichnet und die Parteijünger vor Ehrfurcht erstarren. Liebe Freunde, nichts ist alternativlos. Dann der wichtige Schritt 4, die Lösung. Und an dieser Stelle stehen wir heute hier in Kalkar. Jetzt gilt es, die unterschiedlichen Vorschläge zusammenzubringen und daraus ein Angebot für die Wähler zu formen. Die Leute sollen sagen: Ich will eine sichere Rente. Ich will keine Angst vor Altersarmut haben. Ich will mich nach einem fleißigen Leben voller Arbeit auf meinen Ruhestand freuen können und mit der Sozialpolitik der AfD kann ich das wieder. So, liebe Freunde, funktioniert Politik als Oppositionskraft. Und das machen wir heute hier in Kalkar. Für unsere Leute in Deutschland legen wir den Grundstein einer neuen zukünftigen zukunftsfähigen Sozialpolitik. Und im nächsten Jahr werden wir diese Politik auf die Marktplätze und Straßen unserer Republik bringen und die Wähler davon überzeugen. Und genauso werden wir es tun in der Innenpolitik, in der Verteidigungspolitik, in der Steuerpolitik, in der Migrationspolitik und jedem anderen Politikfeld auch. Das ist unsere Aufgabe auf dem Weg zur Volkspartei. Dafür ist die AfD da, und ich weiß, dass wir das können. Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Parteitag hier in Kalkar. Vielen Dank.